Aber zurück auf der, wie heißt unser Schiff nochmal? Die Resolute. Wir sind mittlerweile Captain. Yeah. Wir haben nämlich den alten Captain enthoben seines Amtes, haben schon einen neuen Offizier, das war eine unserer letzten Amtshandlungen, ernannt und sind jetzt kurz davor in einen Kampf gegen die Scions, die mit ihrem riesiges, super hochtechnologisches Raumschiff neben uns gerade geparkt haben und mit so einem Also diese bösen T'Kon, das sind unsere Gegner. Nicht wirklich, sondern nur eine Fraktion der T'Kon. Die Scions of the Flame, oder wie sie heißen. Und die setzen den Geist dieser uralten, vor hunderttausenden von Jahren lebenden Rasse, sehr fortschrittlichen Rasse aus unserer Galaxis, in andere Wirte. Und dieser Strahl hat leider unser Schiff einmal kurz passiert. Einige unserer Besatzungsmitglieder sind jetzt besessen mit dieser Seele, dieser T'Kon und somit unsere Gegner. Also sind wir quasi geentert und in einem Fight gleichzeitig. Gucken wir mal, wie es läuft. Eigentlich soll dieser Vorgang unumkehrbar sein, sodass wir unsere Leute nicht mehr retten können sollen, aber das glaube ich nicht. Wir finden bestimmt noch einen Weg. Ganz bestimmt. Wir haben es uns eigentlich mit dem einen oder anderen auf der Brücke auch schon verscherzt, aber so ist es. Das ist von den Telltale-Entwicklern. Nicht von Telltale selber, aber von ehemaligen Telltale-Entwicklern. Und ich denke, ihr kennt da das Lied. Da gibt es ein paar Entscheidungen, mit denen man vielleicht den einen oder anderen aus der Story verlieren könnte. Das haben wir gemacht und wir machen weiter im Kapitel Machtdemonstration. Lehnt euch zurück. Ich werde es auch tun. Und es wird wahrscheinlich gleich wieder etwas actionlastig weitergehen, weil das Spiel seit 2 Stunden gefühlt keine Pause macht und Schlag auf Schlag von einer heißen Szene in die nächste geht. Ab geht's. Starten direkt mit Red Alert. Ich kann nicht jemanden auf den lower decks. Internal comms appear to be fully operational again. That bioforming ray may have transformed dozens of crew members on the lower decks. Fighting the Aphelion is bad enough. The last thing we need is an insurrection on our own ship. Which means we have a narrow window of time to cut them off before. If they spread throughout the decks, we'll never know who to trust. Oh Mann, okay. Lassen Sie die Luft raus, der ist ein bisschen hardcore. Verriegeln Sie die unteren Decks. Ein Team schicken? Come on. Die haben komplett mehrere Decks unter Kontrolle. Wir müssen es abriegeln. That's a risk we'll have to take. Locking down the lower decks. And what happens if some of the bioformed manage to escape? How should the crew engage them? Or should they? Phase off, betäuben. We don't want suspicion to run rampant. We should be cautious. If a situation arises, I want phasers set to stun. Of course. I'll let the crew know to proceed with caution. Commander Westbrook has been gone for quite some time. The comm system he went to investigate. It's near the affected area. Commander Westbrook? Commander Westbrook, are you there? Com-
Computer shutdown initiated. Oh shit. Commander Westbrook. He's the one who initiated the shutdown. That's impossible. We have 10 minutes until the computer core shuts down and all systems are completely offline. A complete loss of all critical ship functions. Only the captain can override it. But the computer core itself. With me. We're just trying to figure out what's happening. Ah, to hell with it. Ausweichen! Schießen! Schnell! Sehr gut. You have to get to the computer core! Go! Master console is up there. I don't have much time. Alright. Okay. Was hast du verpasst? Du hast nichts verpasst. Sardoso, wir haben gerade angefangen. Bin in die Leiter zur oberen Ebene. Los geht's. Captain, are you in here? Are you alright? Ermont asked me to come find you. I came the minute I heard you might be in danger. I'll get this door open. I think I remember the code. Hope you haven't been hurt, Captain. It's not safe here. Das ist eigentlich... Chaos, der hat das deaktiviert, ne? Just about... Wo waren sie? Tell me. Where were you when the bioforming ray hit the ship? I was... Well, I was in the turbo lift. Just stay still. Oh, nein! These Federation weapons are so primitive. Ausweichen! Ein Phaser-Hit macht uns nichts aus. Damn it! Was für eine schlechte Bewaffnung die Föderation hat, nur mal nebenbei, oder? Aus nächster Nähe der Dame in den Magen geschossen und sie ist untouched. Und Headshot! Nee. Oh. Wo ist er? Oh. Das Ding ist besser als ein Laserpointer. Oh, das würde ich... Also... Ich glaube, ein Laserpointer hätte einen ähnlichen Effekt gehabt wie eben gerade. Computer termination sequence in progress. Awaiting Captain's authorization. Okay, der Fight ist noch nicht vorbei. Cancel computer shutdown. Oh, check it. Mit dem Stimmungsring. Oh, ausweichen. You won't kill me. It goes against everything you believe in. Westbrook and I have history. You're not him. Ja, wir haben nicht wirklich History. Okay. Okay. Was? Natürlich betäuben. Natürlich. Natürlich. Oh.
Awaiting Captain's Authorization. Awaiting Captain's Authorization. Okay, wir geben den Code schnell ein. Termination sequence still in progress. Erinnern wir uns an den Code. Cancel computer shutdown. Voice authorization, Rydek. Alpha 7 X-Ray. Alpha 7 X-Ray. Den haben wir uns gestern selber ausgesucht. Schade, ich dachte, wir müssten uns den merken. Hat sie sich gemerkt. Okay, haben wir es geschafft? Wir haben es zwei kleinen Nasen. Let's go. Save the garrison. Oh oh. Okay, das Away-Team in der Höhle des Löwen. Okay, Diaz. Wir steuern jetzt Diaz. Weiter geht's. Das sieht aus wie das Zentrum. Wer bist denn du? Schnell zur Seite. Böse. Er sieht uns nicht. Wir sind zu gut versteckt. These are the arteries of power coming from the Cotabula at the heart of the Aphelion. I can feel it coursing through my own body. Okay, wir sind auf dem Schiff, ne? Die Aphelion. Die gerade unser Schiff, die Resolute, angreift. Look there. I cannot move as freely inside this ship. Those emitters are why. If they were deactivated, I could travel past this chamber without setting foot in it. Only Takan can use Takan technology. How do I turn them off? Place these on the emitters. It will suppress their effect. Oh, a Klostein. The guards, none the wiser. Got it. I'm coming too. If we both get caught, it's over. If it's just me, you can try again after I fail. Well then, don't screw it up. Or any of the guards. Alert every Takan in here. Nothing out of order. Obsidian. Ah. Ey, das sind mega coole Kacheln. Wenn es die gäbe, würde ich mein komplettes Badezimmer damit ausstatten. Ich glaube, nicht nur das. Oh, da kommt er wieder. Warten wir kurz. Okay, wir müssen kurz warten. Hau ab kurz. Danke dir, Shindy-licious. Okay.
2 Stück. Haben wir überhaupt noch Kristalle? Sneaked. Okay, wo ist der nächste Typ? Also, wir können dem nicht widersprechen. Diese Tukar sollen ja unglaublich fortschrittlich gewesen sein und die fortschrittlichste Rasse dieser Galaxis vor unserer Zeit. Und das sehen wir auf jeden Fall anhand ihrer Fliesentechnologie, wie fortschrittlich die sind. Das sieht einfach mega cool aus. Oh. Einer von diesen Tukar-Phasern, die alles kristallisieren. Wir warten kurz, bis der abhaut, dann manipulieren wir die Konsole.
aber gut. Okay, das ist das letzte Ding. Wir haben es gleich. Und dann kann sich das Portal endlich einschalten und uns helfen. Oops. Let's get out of here. Leute, hört auf, das Gameplay zu bashen. Das Spiel hat eine mega Story. Reicht euch das nicht? Teleport the rest of the way. Ist doch auch mal angenehm, wenn es ein bisschen einfacher vonstatten geht. So in 10, 20, 30, 40 Jahren, wenn ihr alle mega steinalt seid und euch nicht mehr bewegen könnt, dann seid ihr für solche Spiele mega dankbar. Ich glaube nicht, dass ich mit 80 Jahren noch Tarkov spiele, aber sowas, das ist dann bestimmt mein Ding. Was ist denn das? That craft can take us to the main power chamber. No way we can make that jump. When I was younger, maybe. Okay. Was passiert, wenn wir hier rauf tippen? This might control that craft. Portal, a little help? I should be able to bring it to us. Oh. There! Jetzt haben sie uns. Doch nicht so blind. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh. So ein Portal helfen. Aua! Können wir nicht hin? Wir müssen hier rüber. Okay. Okay, das war plötzlich schwierig. Beziehungsweise, ich habe zu spät gemerkt, dass wir da links hin müssen. Wir machen es gleich nochmal. Nichts passiert. Los geht's. Zack. Zack. Den haben wir. Was mit dem da oben? Den haben wir auch. Double Hit. Dann gehen wir links rüber und dann helfen wir da oben. Portal wird nicht getroffen. Keiner schießt auf meinen Portal-Freund. So, wo jetzt? Der da? Gut. What the hell? I've got this thing set to maximum stun. How are they getting up? Something's different about the Takan here. Stunning isn't an option. Get in. Kann ich da durchschießen? Nee, das ist ein Schild. Sehr gut. Ja, was? Vielleicht einer? Da einer? This would go faster if you did something about them.
Grüß dich, danke für den Raid. The Guardian! Mögt ihr Star Trek? He's with them! Denn erlebt ihr jetzt das Ende von Star Trek Resurgence. Ein Spiel, das im Chat für sehr viel Amüsement bezüglich Gameplay sorgt, aber eine der besten Star Trek Stories im Spielform bietet. Und wir sind kurz vorm Crescendo. Also, gleich ist das große Finale. Wir kämpfen uns gerade durch das gegnerische Schiff. Der feindliche Pilot muss niedergeschossen werden. Alles klar? Wo ist der? Ah, nee, wo ist der? Sehr gut. Wir machen das ausgezeichnet. Hier noch was? Alles gut? Nö, das haben wir, oder? Oh ne, da ist was. Sehr gut. Drüben noch einer? Ne. Komm schon. Okay. Okay. Diaz hat's geschafft. Zum Glück haben wir das Portal auf unserer Seite. We've left them behind. I've seen it with my own eyes. They're not real, Takon. We were conquerors, not parasites. The souls I pushed your captain to spare will not be used for this end. Sie sind der letzte Takon. I will see to that. You are the last real Takon. Don't let them tarnish that with what they're doing. Because if we don't stop the Scions of the Flame, they will be the legacy of your people. Never. That's the end. Doing everything I can, but I can't shake her! Okay, zurück auf der Resolute. Wenn unser Way-Team auf dem Gegnerschiff ist. Aussichtslos. I figured without me, you didn't stand a chance. I'm here for the ship and the crew, not for you. Aha, die hat eigentlich gekündigt. Okay, wir fangen natürlich jetzt nicht mit einer Diskussion an, sondern sagen ganz einfach professionell, ihr Timing ist perfekt. Gut, dass sie wieder da sind. Your timing's perfect. We need your help now more than ever. Clearly. They're targeting our engines. With Bioform Takon on board, they'd rather cripple us if they can. If we lose the engines, we can't avoid the bioforming ray. Nein, nicht noch ein Hit. Nicht noch einer. Nein, 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 nein. They're here. We're being hailed by the USS Titan. Put them through. Sorry to keep you waiting, Resolute. We got here as fast as we could. Mwah! It's like you've got your hands full with this monster. That flying chandelier really packs a punch. Riker saved I'm the day. To see you, Captain. We could use all the help we can get. I told you I'd be here. So, what are we up against? They're powering up for another attack. We have to warn them. Open a channel to all Starfleet ships immediately. Starting emergency transmission. This is Captain Jara Rydek of the USS Resolute. The ship we're fighting is armed with a bioforming ray that can transform your entire crew instantaneously. Avoid being hit at all costs. And remember, they have our shield algorithms.
so take preemptive evasive action. Oh shit! Alles klar. It's only a matter of time before they get their bearings. And when they do, they're going to turn against us. Eins haben wir schon verloren. They can all be declared. Or none of them. We can't assume anything yet. Angreifen, bringt das was? Ich meine, wir sind jetzt mehr. Nee, wir brauchen eine Alternative. Das einfach angreifen ist bei Star Trek nie die Lösung. Wir brauchen einen Trick. I can't attack another Federation ship. I need alternatives. Full impulse power. Take us in for a closer look. Aye, Captain. That's not a Starfleet ship. The T'Kan have it. Shields at full power! Okay, wenigstens haben die nicht den grünen Strahl. Shields are holding against the Pawtucket's attack. For now at least. Ja, Phaser abfeuern. Wir dürfen sie nur krippeln. Fire phasers! Firing! Shields at 60%. Heavy damage reported in astrometrics. Ausweichmanöver oder alles abfeuern, was wir haben. Ausweichmanöver oder alles abfeuern, was wir haben. Das ist Federation Crew, aber wir wissen nicht. Ah, wir werden die am Ende. Wir können Federation Ship nicht zerstören. Ausweichmanöver. Handar, evasive maneuvers. Get us out of here. Aye, Captain. Kann sich schnell einer irgendwas ausdenken? So wird das nicht. Sie braucht einen Plan. Don't worry, Resolute. We've got your back. Sehr gut, the weapon systems are offline. Genau, das war gut. Okay, das war unser Plan. Captain, genau, das I suggest we minimize the collateral damage. Richtig, das destroy ist unser Plan. Their engines and we can turn our focus to the Aphelion. It's the most prudent thing to do. And I hope they would do the same if the situation was reversed. Take out their engines. Fire when ready. Targeting their engines. Commencing fire. Now. Oh, noch eins. Oh, drei. Oh, Federation, wie schlecht seid ihr? Riker macht sogar die Ansage und vier, und dann lassen sich vier auf einmal treffen. Wie schlecht kann man manövrieren, dass man eine Viererline bildet? Ja, Bioforming-Strahl angreifen. Bioforming-Strahl angreifen. Mach das Ding kalt. Fire photon torpedoes. Das war ein Plan. Weapons and defensive systems are down too. Engine output remains consistent. It's not reaching its destination. This is what happened to the Enterprise. They're draining our energy. We're caught in it too. I hope the away team finds somewhere to help. Wir haben schon ein Away-Team. Alle counten auf euch. Zwischen Pest und Cholera. If there is a way to disable the Aphelion, it's there. We strike at the heart. Leute, ein bisschen... Macht mal hin. Wieso seid ihr so entspannt immer?
I can feel the energy. Don't get too used to it. We're gonna take that thing down. Okay, now then let's go. Wie, wir müssen das klettern? Da kann das Portal jetzt nicht eine Leiter hochzaubern oder so? Na gut. Ja, ja, da war ein Schiff, das baumäßig wie die Voyager aussah. Was ist das für eine Klasse? Experten? Was ist die Voyager für eine Schiffsklasse? Das war bestimmt nicht die Voyager, aber was ist die Voyager für eine Klasse? Weiß bestimmt irgendjemand, oder? Nee, Sovereign ist es nicht. Intrepid ist es. Intrepid. Danke, Chat. I wouldn't do that. We have to turn off this energy field to enter. I must do it. It requires the hands of a Takon. Working. It started. The Sovereign is doch die Enterprise E, oder? Well, is it wide enough? No, but I can see the Cartabula. What about now? Na komm schon. Kommen wir da durch? Oh, das passt doch. Ei, au, ah. I still can't get in. Stand back. I'll try again. Nice voice acting. Ah, da ist sie. Ihr habt euch gefragt, was mit ihr ist. Snooze nur Option 1 ist zurück. I'm not going to remind you of the oath you took. I want you to remember why you made it. Your bond to your people. You can bring your empire back, and all you have to do is nothing. Stand back and we will handle them. Time doing nothing. Wir sind gerade Diaz. Diaz ist ein bisschen emotionaler als der Captain, okay? Wir dürfen jetzt noch mal... Diaz darf auch immer ein bisschen emotional sein. Ich hoffe, dass wir Snooze nur Option 1 trotzdem offen behalten. Boah, close quarter. Portal gegen Snooze. Wider. Can we get through? Maybe we can widen it with a containment field from the tricorder. Ja, ja, komm, gib, scan das Ding mal. Oh. I don't think we can crowbar our way in. It takes a Takon to do it. Die hat auch den Handschuh. Ausweichen. Shit, hab ich falsch gemacht. Hä, ich hab gedrückt. Ist nichts passiert. Komm, wir machen's nochmal.
That's far enough. Thaddeus saves the day. Naja. Option 1 ist gelenkig. Carter, ist notiert. I could have killed you both easily, but the part of me that is still Miranda won't let me. She compels me to bring you into the fold. I will make you one of us. Okay. Trust me. Nach so langer Zeit glauben wir immer noch daran? Ja, natürlich, wir sind Föderation. Wir glauben immer noch daran. Wir überreden sie weiter. Miranda wouldn't want that. You don't know her like I do. Oh. Nee. Hey! Das war nicht nötig. Der war teuer. Küss sie einfach. Das wird die Lösung sein. Wo ist die Küssoption? Gerät ergreifen! Was meinen die mit Gerät? Der greift dir jetzt nicht an den Hintern, oder? Oh, shit. Entwaffnen. Ah, die will uns transformen. Au. In die Balls. Was jetzt? Soon you'll understand. Oh Gott, haben wir keine andere Wahl? Doch, da ist die andere Wahl. Nee, das ist Doridium? Oder komm, ist das der Moment, wo wir das Doridium brauchen? Eigentlich brauchen wir das für was anderes, aber... Vielleicht ist das der einzige Weg. Ach, wir injektieren uns das selber. Okay. Okay, sowas auch geplant. Alles klar, ein Member, alles klar. Aber das ist nur auf Zeit. Rejoin the flame. Shit, ich glaube, das ist irreversibel, was sie da im Bauch hat. Oh shit, wir sind injiziert. Wir haben Doridium genommen, aber das ist nur eine Lösung auf Zeit. Wir sind besessen von einem Tukan. Hätten wir doch schießen sollen. Oh Mann. Ego sedmu. Alego etos sedmu. Are you all right? Carter, I'm sorry I hesitated. I tried to keep her from getting you. If I'd just shot her sooner, you wouldn't be like this. I had my chance. I could have killed her too. Miranda was gone long ago. Oh, Portal hat was abgekriegt. Miranda got Carter.
Draconian blood now. Ah, wir können das jetzt bedienen. Go and finish this, my brother. Reach the Cartabula. Very good. Are you all right? Yeah. We're inside. That's what matters. Two of ours are keeping the Bioform ships at bay, but they can't hold them off forever. I'm receiving tricorder transmissions from the away team. Picking up our warp core resonant frequency within the Aphelion. They're bleeding us dry. But they're not just taking our power, they're routing it through the Cartabula. Okay, wo ist die manuelle Steuerkonsole? Da hinten. Ne? Da. Oh, wir können weitermachen. Okay, alles klar. Was nun? There. That's the Resolute's warp core resonant frequency. And these others? Matches the Titan's warp core resonance. And these two are the Kimble and the Lowell. They're both steam runner class. Same engine platform. They're just tuned a little differently. I must be getting information from the bioforming, but this warning, it means that it's struggling with the power stacked up at close frequencies. The Cartabula can't handle the dissonance? Maybe. Team, are you reading these Starfleet engine signatures? We are. And you need to see this. The steam runner class frequencies are causing problems for the Aphelion's energy source. Sending visuals now. They're vulnerable. We have to use this. Captain, if they want to take all of our power, I suggest we give it to them. How?
If we, and the other Starfleet ships, work together and send maximum warp output tuned to those same frequencies, it could overload their core. There is merit to the theory. But if we attempt this, it would preclude any other course of action. I wouldn't risk this ship without good reason. Alle müssen mitmachen. If this is going to succeed, we'll need all Starfleet ships to pitch in. We aren't alone anymore. We need to leverage that. Yeah. I will create a high-energy static warp shell. We'll need the away team to guide us to the right frequency. We read you, Resolute. You're putting a lot of faith in us, Captain. That's a hell of a plan. We don't want to let you down. Nee, sie schaffen das. I've got faith in you, and the rest of this crew. Now let's give them hell! Yes, Captain. Found an ejector team for the Cartabula. So we can disengage it, just like we did with the Zeldi's warp cores. Yeah, but it'll only activate if this thing gets completely overloaded. So we gotta take it right up to the edge of destruction. We are increasing the warp core resonant frequency now. You can't do this. You'll destroy everything I've waited for. If that thing wants to take over, it's going to have to go through the both of us. And I'm not going to let that happen. You hear me? I'm gonna fight it right along with you, Carter. Wieso? Du musst das nicht alleine machen. Ich kann mich auf dich verlassen. I can always count on you. You'll stand by me till the end. This isn't the end. Is something wrong? No, we're fine. Do you see our output frequency changing? We do. What is the impact on the Aphelion systems? Ist nicht genug, oder? Was sagt ihr? Kleiner Blick auf die Anzeige. Ja, ich würde sagen, ist nicht genug. It's not enough. We need to push this thing harder. We need more power. Inertial dampeners are failing. All warp power still being drained to the Aphelion. So that part of the plan is working. Now we need the others to join us. Open a channel to anyone left on our side. Opening a channel. This is the Resolute. We're sending instructions to all ships to output maximum warp power at the designated frequency. We believe this will disable the Aphelion. We don't know that. All we know is that'll siphon off our energy much quicker. You're leading us to disaster. Alter, hast du einen besseren Plan? That has given them exactly what they want. You can't just expect us to turn belly up. Einigkeit ist unsere Stärke. Our strength in Starfleet comes from our ability to work together, especially when everything is on the line. I can get behind that, Captain Rydek. Riker auf unserer Seite. We're adjusting the Titan's warp output to match the Resolute. Da hat sich definitiv die Haare gefärbt, kannst du mir nicht erzählen. I suggest the rest of you do the same. Komm schon. The others are joining us. Sehr gut. Wäre super lame, wenn sie es nicht machen würden. Adjusting our engines now. Okay. Captain Scotsman macht mit. Cartabula. It's compensating. Counteracting our interference. Some of these other frequencies are causing spikes too. I'm gonna find a new target range for the Resolute. Okay, komm. Kriegen wir. Tipp. Try this out. Okay, dann suchen wir. Das da unten sieht komisch aus. Wir nutzen mal die Frequenz. This one's hitting the hardest. If they all converge here,
It'll provide the maximum disruption to the Cartabula. Got it. We want to overload this thing, push it to the brink, but not past it. You sure about this frequency? If we go too far, we won't just be destroying the Cartabula. We're going to take a lot more with us. Ich folge den Daten. Don't want to be responsible for that. I'm just doing what I always do. I'm an engineer, following the data. Good enough for me. Sending data to the Resolute. Updated telemetry coming from the away team. We have a new target range. Sending new parameters to engineering. We are now running our core at 105% of recommended capacity. If we try to meet that frequency, we will generate a harmonic imbalance of our own and risk a warp core breach. Muss sein. Komm schon. 105, das ist doch nix. I must warn you, these are precisely the engine conditions that Captain Solano's experiment brought about. A runaway reaction is a dangerous possibility right now. We can eject the warp core if it comes to that. Yeah, even emergency procedures have non-zero failure rates. Okay, stimmt natürlich. Du kannst damit umgehen. Komm schon, mach das. Is my Lass order beyond on. Your ability to execute? Then you will follow it. We're all counting on you. Yes, Captain. Es klappt. Es wird rot. Das ist gut. Es ist eigentlich schlecht, aber das ist gut für uns. We got a problem. Nee, es ist It's gut. It's not gonna eject. We have to disengage the Cartabula manually. Ah, doch We von Hand. We gotta make sure it doesn't go off the wrong way. If we can pull hard enough on those levers, it'll dislodge this thing. Okay, wir müssen hart genug an den Hebeln ziehen. Das ist für Sternflotte ungewöhnlich, weil die machen alles mit ihrem Tricorder. Mal gucken, ob sie es noch drauf haben. Zieh den Hebel, Mann! Oh, ein Raid, Riding Bull. Ihr kommt gerade im Crescendo von Star Trek Resurgence. Wir versuchen gerade, das Flaggschiff einer antiken... gerade wieder... im Begriff der Auferstehung befindlichen Zivilisation zu destabilisieren, auszuschalten, nicht zu zerstören. Wir haben noch Leute drauf. Riker ist auch da. Das ist Lieutenant Diaz. Lieutenant Diaz ist leider auch schon befallen. Nicht mehr ganz bei Sinn, aber das kriegen wir noch hin, oder? Was jetzt? Oh, Alter, das ist richtig schwierig. Hat's geklappt? Das sieht gut aus. Rot, rot ist eigentlich schlecht, aber schlecht bei denen ist gut für uns. Mr. Captain. Komm, konzentrier dich ein bisschen, Junge. Wir machen das zusammen und... sehr gut. Was? Okay, wir haben wieder Energie. And the Aphelion is shutting down. Returning warp reactor to nominal output levels.
The Takan are running off reserve power now. Na, was kommt jetzt noch? Wir müssen fliehen, wir müssen irgendwie runter. Oder? Nicht, dass das Ding in die Luft geht. I saw what you did. The sacrifice you made. Radiation levels are spiking. It's coming from the Cartabula. Ja, das Ding geht in die Luft. Damaged it. Komm raus hier. Get it out before it fractured. Ja, auf geht's. Komm, nicht lange quatschen. Our work here is done. Let's get out of here. Wie, jetzt hast du dich erkältet, oder was? Hä? Three to beam back to the Resolute. Hä, wieso hat sie... Our transporters won't cut through the interference. Hat sie sich jetzt gerade auf der Außenmission erkältet? Oder was soll das bedeuten? We can't stay here. We're not getting away in that thing. There. Ja, sehr gut, dass ich das wenigstens jetzt alles bedienen kann, ne? I don't know if we can get us back to the Resolute, but we have to get away from here. Okay. Drauf aufs Teleporter-Pad, los. Beeilt euch mal ein bisschen. Die Sternflotte immer so arschlangsam ist. Radiation's lower here. It's still too high for us to stay on this ship. This is good. But we can do better. And soon, I hope. Ach, das ist Radiation Carving. Okay, alles klar. That thing is down, not out. We'll handle the stolen Federation ships, but you need to get a crippling shot on the Aphelion. A direct hit to its bridge will bring it down. It can take us real close, Captain. Skim the hull of that thing where it can't get a clear shot at us. Or I can weave us through the battle. And hope we don't get caught in the crossfire. We can't take much more damage. So you want us to go closer to that thing? Ja, wir vertrauen unserem Steuerungsoffizier. Du kriegst das hin. Take us along the Aphelion's hull. Get us to the bridge as fast as you can. Aye, Captain. We're almost in position for a shot at the bridge. Photon torpedoes armed and ready. Break off this attack, or I will be forced to eradicate you. The damaged Cartabula is continuing to release deadly amounts of radiation. Thankfully, it's still contained within the Aphelion. But they have comrades on that ship, both living and waiting to be reborn. We're going to die in here if I don't care. We will never submit to your Federation. We are taking our rightful place as rulers over this galaxy. So viel zu überlegen, den Spezies können wir nicht bringen. Wir sind Federation. Wir machen nicht solche Sprüche. Oh, ich habe auch schon Radiation Damage. Wir bieten natürlich unsere Hilfe an. Ist doch klar. Nach allem, was passiert ist, bieten wir trotzdem immer noch unerschütterlich unsere Hilfe an. No, we've crossed the eons to get here. I will stop now. Fire salvo! Oh shit, er schmeißt mit Kristallen. Eieieiei. Ja, damit haben wir nicht gerechnet. Hull Integrity bei 20%. Was sagt unser Tricorder? Komm schon, lass uns rausbeamen hier. Wie, wer kommt da jetzt? Achso, nee, das ist unser Portal. Ah, aber wir verlieren langsam die Kontrolle. Komm schon, halt noch ein bisschen aus. Oh Mist, das eine ist rot, das ist nicht gut. Ich kann nicht auf es halten. Ich muss manuelle Adjustments machen, um das Signalpattern von hier. What do you mean? Wie, was? Du bleibst hier? Du opferst dich? I'm not gonna make it out. No way.
We're all leaving together. Been through too much to split up now. We don't leave people behind. Got it? Sorry. I'm really sorry, Neely. I'm not gonna be able to go with you. Ist infiziert. But I have to get you Laut back. Aktuellen Informationen ist es irreversibel. Wir sind so oder so tot. Please. If you send them, we'll be stuck here. Give him to me, and I will save us, not them. Stop it. What's happening? It's an internal struggle, and he's losing. Not like this. It's the Takan. In my head, it's trying to keep me from sending you back. There has to be a way for you to... There isn't. The time is now. Alright. Bisschen Phasenverschiebung und dann raus mit euch, Leute. Team has beamed back. We're in position and ready to fire, Captain. Verspotten auf keinen Fall. Wir sind der Captain. Wir sind nicht hier zum Verspotten. Wir sind immer noch Föderation. Target their bridge. Please, Weaver. Target the ship. Pummel it to space dust. Like we did to so many others who dared to confront the Takan Empire. Fire. All decks secure. We have the bioformed on board, fully contained. The Starfleet ships under Takan control have signaled their surrender. Haben wir's? Good work, Captain Rydick. Next time I need some backup, I'll know who to call. Sehr gut, Riker. Wir werden da sein. Just say the word and we'll be there. I'm gonna hold you to that. Mach das. Captain, we're being hailed. It's the Aphelion.
on screen. The radiation. We... I won't last much longer in here. Please, we surrender. We need your help. Please, Beamer, support your ship. Captain, I must remind you that when an enemy is surrendered, it is our duty to render aid. Klar, was wir you machen, ne? Already offered help and they turned you down. Tried to destroy us. Alter, wir sind nie einer Meinung. Merkst du es? Because it's the Starfleet way. Und deswegen haben wir dich zum ersten Offizier gemacht, Blaumann. You can't do that. We don't have much time. We submit. Else I could say. Please. Evacuate. We don't want to die. This is what separates us from them. The fact that we can make a gesture of peace even after all our conflict. Set up containment fields in the docking bay and beam the Takan there. Crew of the Aphelion, shut down all systems. Lower your defenses and prepare to be transported. Thank you. Ich meine, wir finden am Ende noch eine Cure für diese Besessenheit durch die Tukon. Oh, das sieht gut aus. Carter! Hey, I... Hä? What? Haben sie ihn mitgebeamt? Okay. Ja, wir werden garantiert noch eine Cure finden, oder? Business will be to help reestablish the Hotari government noch. And resume peace talks, genuine talks with the Illidians. And after that? Who knows? I know I don't want to be queen. Doktor wird das regeln, oder? So Doktor findet eine Cure. Do with just a fraction of your medical technology if I could bring it to my people. But I also want to see what else is out there. Maybe there's even a place for me in Starfleet. It would be hard to stay on Hotari forever. Not with all there is to experience, to learn. My devotion to my people doesn't mean I don't want to explore all the galaxy has to offer. There are many ways to help your people, and healing them is a very noble way to do so. I'll see to it that Starfleet sends a medical ship to share knowledge and technology. As long as you'll be there to spearhead their efforts. I'll gladly accept those terms. But there are pressing matters we must attend to before any of that. I can't thank you enough for all you've done. I'll see you again. Starfleet has granted me the privilege of conferring this upon you. Though I'm sure Captain Solano would rather have been the one offering this. You have acted dutifully and bravely through trying circumstances. Von Spock persönlich. I grant you the official rank of Captain. I believe a great many wonders lie ahead for you, Jara Rydek. There appears to be nothing I can stand in your way. Danke, Botschafter. Thank you, Ambassador Spock. For everything. It is you who stopped the spread of the Takan. I should be the one giving thanks. Victory. Peace. These things never come without a cost. For some, it requires putting aside centuries of enmity. For others, it takes facing complicated losses. To Carter. How do you say goodbye to someone who isn't really gone? I thought I knew how to leave the past behind, but I've learned a thing or two. And for too many, they had to pay the ultimate price.
In time, history may forget their sacrifices, but those of us who were there never will. Now, all hands honor the dead. Die werden einfach rausgebeamt. Ich dachte, die kommen in Torpedoschacht. Alright. Haben wir wirklich keine Cure gefunden? Oder kommt es noch? Captain Solano used to say that nothing ever stays the same. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt, oder? Entropy. It's the nature of the universe. As such, the crew of a starship can never stay the same. But while Entropy says that order inevitably gives way to chaos, this crew has only grown stronger. More cohesive and coherent. Bound by our shared struggles. And working together, helping each other, we're able to do more than we'd ever imagined. Some of our differences couldn't be resolved, but perhaps that too can change in time. Engage. Space. The final frontier. As we take our next steps into the unknown, the greatest insights that lie ahead are what we learn about each other. We might even surprise ourselves. And no matter what threats we may come upon, or mysteries we face, we will not be shaken. We are stronger together. We are steadfast in our purpose. We are Resolute. Danke Kevin, danke Andrew, danke Dan, danke Kent, danke Brad. Dan Martin für die Story verantwortlich. Da wisst ihr, wie ihr schreibt, okay? Dramatic Labs. Yep, alright. Star Trek Resurgence. Habe ich nur gespielt. Weil ich durch Zufall gesehen habe, dass das bei Steam erschienen ist. Gibt's eigentlich schon seit einem Jahr. Aber nicht auf Steam. Plötzlich taucht das da auf. Ich denke, what? Was ist denn das? Und dann brauchst du nur lesen von den Machern von Telltale. Das war alles, was ich gebraucht habe. Telltale Star Trek. Ausprobiert. Selten so überrascht gewesen, so positiv überrascht. Normalerweise wird man eher enttäuscht, das kennen wir heutzutage. Wie schön das ist, mal so positiv überrascht zu werden. Ja, Gameplay war es jetzt keine 10 von 10. Aber welches Spiel ist schon eine eierlegende Wollmilchsau?
Das, was am besten vom Spiel war, ist diese Treue zur Vorlage. Wenig Spiele gehabt aus dem Star Trek-Universum, die so genau den Ton treffen, was Star Trek angeht. Die Dialoge, die Story, dazu diese cineastischen Kamerafahrten, die einfach phänomenal waren und das Ganze zu einem interaktiven Film gemacht haben. Mega, super gut. Am Ende war ich ein bisschen enttäuscht, dass Riker mit so ein paar Nameless-Schiffen ankam. Ja, wir hatten eine Interpret-Class dabei. Das heißt, wir haben sowas wie die Voyager nochmal gesehen. Aber was sprach jetzt dagegen? Ich meine, wir wissen alle, dass Riker die Enterprise kommandiert hat. Warum ist er denn... Warum haben sie uns das verwehrt, frage ich mich. Wäre das zu klischeehaft gewesen, wenn Riker am Ende mit der Enterprise sich da vorgestellt hätte? Wir hatten im Grunde das Highlight im Space Battle schon lange vorm Ende. Und da hatte ich, glaube ich, schon vor Stunden gesagt, okay, wir können am Ende nur noch enttäuscht werden, wenn wir jetzt noch irgendwelche Wünsche äußern, wie das Ende aussehen könnte, um dieses Space Battle, was wir in der Mitte hatten, noch zu toppen. Das war quasi unmöglich. Dieses Space Battle in der Mitte war phänomenal. Ach, Riker war Captain der Titan. Ah, okay, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber trotzdem. Titan ist nicht die Enterprise.